Jojo Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Runde. One in the leg, one in the chamber. Ja, alle haben geschrieben, ey, Papa, das fand ich ganz mal borgen und so, aber es leckt gerade. Und da dachte ich mir, Jojo, ich mache einfach noch eine Folge, aber es leckt gerade ein bisschen, vielleicht wegen Specs. Das war das sein, meine Freunde. Jo, das war scheiße gerade. Und ich habe auch gerade probiert für euch eine Survivors-Runde aufzunehmen. Hat aber nicht funktioniert, weil mich erstens vom Spawn aus ein Hacker dann verfolgt hat. Der hat mich einfach von geschätzten 7 Blöcken so schlagen können. Und der hat mich, also ich bin so gelaufen, er war hinter mir und mich hat so hier so zur Seite gehauen. Das fand ich dann ja nicht so cool. Was macht denn der da? Okay. Wir sind erstmal mit 7 Kills, das läuft doch schon mal. Nach der Runde gibt's einfach noch eine kleine Runde und dann war es das, weil ich zurzeit ein bisschen was für Schule lernen muss, weil das Sonntag ist. Das wohl nicht so toll ist, dass Sonntag ist. Das ist nicht so gut. ja, aber egal. Auf jeden Fall seht ihr hier dieser Survival. One in the Chamber. Voll cool. Aber ich habe heute gar nicht viel Minecraft gespielt. Oh, das ist. Spawn Trap, sorry für das. Ich habe zwar. Ich geh jetzt da weg. Ich habe gar nicht viel Minecraft gespielt. Ich habe eigentlich nur GTA gespielt, weil ich komme ja bald GTA 5, also es kommt bald von der Post, ey. Und da muss ich schon so ein bisschen in das Feeling reinkommen von GTA. Nein, ich mache doch kein Team nicht. Ich meine, Chamber, was ist los mit dir? Das ist einer Lauf, Digga. Da hat man einen Lauf und dann war's das. Hätte ich bekomme ich mit einem Herz, mit zwei Herzen. Ich bin tot. Ja, okay, dann doch nicht. Random. Okay, der ging dann hart an Steine. Yo, 18 Kills rennt bei mir. Bei mir rennt es, yeah. Ich kill erstmal den hier. Weil es überlegt. Oh yeah. Epic. Dubstep Remix. Und ich bekomme ja nochmal ein Intro von Flows. Das eine, was ihr hier gerade davor gesehen habt. Musik habe ich schon, aber er hat mir bis jetzt noch nicht zurückgeschrieben. Also Musik hätte ich schon, aber ich weiß halt nicht, ob die lizenziert ist oder unlizenziert. Das muss ich halt irgendwie noch rauskriegen. Ja, wenn die unlizenziert wäre oder die Rechte irgendwie dafür bekommt, dann wäre das richtig geil. Ich könnte mir da schon voll gut was dazu vorstellen. Ich sterbe gerade irgendwie nur noch. Was ist da los? Ihr seht es ja dann vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Das Lied werde ich euch auch noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wann das Intro kommen wird, aber es wird auf jeden Fall. LOL. Jetzt wird aber auf jeden Fall. Kommen! Yo! Was ist da los mit dem? Na, ja, okay, wer der Schnee geht, wird mehr tot. Ja, ich hab gewonnen, der Barber-Pinguin. Yo! Warte, ich gehe gleich noch in. Ich muss den Platz frei. Willst du mich verarschen? Alter. So, es geht 31. Yay. Dauert zwar jetzt ein bisschen. Aber egal. Map ist Candyland. Ich habe ja auch mal probiert, eine Map für den Hive hochzuladen. Also hochzuladen. Ich habe eine gebaut, die war zwar relativ shitty. Aber naja. War jetzt auch nicht unbedingt zu viel Arbeit in 1-2 Tage. Wie von manchen anderen Bauteams hörst, sitzen sie da einfach. Wie Punkte habe ich eigentlich? Ah jo. Die sitzen da einfach so, weiß ich, einen Monat an der Map. Also da gibt man sich dann schon ein bisschen mehr Mühe wie so ein Tag. Oh yeah, Epic Combo. Jo, läuft bei mir. Oh lol. Oh Mann, muss ja den Fall noch los. Willst du mich verarschen? Stirb. Ich bin zu gut. Oh ja. Spawn Trap an. FTW. Oh Mann, läuft doch hart ein. Die Lache gerade eben war einfach voll scheiße, Alter. In deine Fresse. Und ich spiele gerade ohne Battle Spinning. Wieso? Aber ich freue mich schon auf
auf die 1.7 auf Mine Kraft. Alter, wird das einfach so geil. Da kann keiner mehr über Better Spending. Ja, Mann, auf Hive zumindest. Den anderen Servern wird zwar noch nicht bestimmt geflamed. Also, nee, wird auch nicht geflamed. Aber auf den anderen Servern hat man gar nicht flamen können, weil da gar kein Better Spending erlaubt war. Oder halt für die, die Booster trotzdem hergenommen haben. Aber wenn sie es halt, lol. Weil zum Beispiel auf MC Swish ist ja Better Spending nicht erlaubt und da haben es auch die meisten drin gehabt. Ja, da kann die dann, die wo es nicht drin haben, sich nicht mit beschweren, dass die Better Spending Noobs sind. Aber irgendwie ist es auch dumm für die, die wo das verwendet haben, weil Regeln sind eigentlich Regeln. Also, ja. Das ist halt nicht so gut von denen, die wo es da verwendet haben, finde ich. Auf Hive ist es ja erlaubt, da beschweren sich trotzdem voll viele. Es ist ein Mod, der ist erlaubt und dann passt das. Ist genauso wie Minimap. Minimap ist auch ein Vorteil, man zieht die Landschaft und dann passt das. Punkt. Wow. Also ich finde irgendwie, Better Spending ist irgendwie, ja, eigentlich das gleiche wie Minimap. Man sieht dann auch die anderen, also man sieht halt die Landschaft, wo wie was ist. Und das ist eigentlich dann genau das gleiche. Man kann dann besser sprinten und bei der Minimap sieht man besser die Landschaft. Also für mich ist Better Spending einfach ein Mod, der wo auf Hive erlaubt ist. Auf anderen Server verwende ich den zwar nicht, außer ganz kurz aus Versehen auf hier bei den Hacker Games. Aber es war ja auch nicht gewollt. Aber na gut. Sterb doch, Fotza. Hatatata. Pum. Oh shit. Ja, der Kill war zwar jetzt ein bisschen unnötig, aber trotzdem gewonnen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr mehr wollt. Und Mega Paul 4.0 wird auch auf jeden Fall richtig geil, weil der Paul einfach die ganze Runde schreien muss. Aber das schafft er halt nur bei, also das macht er halt nur bei 500 Abonnenten. Er hat bis jetzt 302 oder so. Ja, auf jeden Fall wollte ich das auch noch gesagt haben. Wenn ihr wollt, dass Mega Paul 4.0 rauskommt, abonniert alle mega geil. Denn der ist einfach so gay und so sexy. Und dann schreit er einfach die ganze Runde rum. Ich kann mir schon vorstellen, es wird einfach so geil. Ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr mehr Wanted Chamber wollt oder was ihr jetzt generell wollt für Spielmodus Hive oder mehr Quick SG. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.